So, und damit willkommen zurück zu Vermintide 2. Wir sind hier am Schrein. Wir gucken, ob es irgendwas Schönes hier gibt. Nachdem wir eine Elite in einem Nahkampf getötet haben, wird der nächste Gegner in dem Haus explodieren. Ja, ja. Nehmen wir das mal mit, Gruber 666, perfekt. Ja, kritische Treffer wenden Schwarzgift auch auf Gegner in der Nähe des Ziels an. Ja, ja. Kann man machen. Möchte ich machen, ich glaube nicht. Alle 30 Sekunden werden wir 5 Sekunden lang unsichtbar, wenn wir Schaden erleiden. Das können wir nutzen. Wir können das mit unserem Stab poppen. Hier 30 Sekunden können wir das mal, wenn wir wollen, poppen, um Aggro von uns wegzubringen. Und wir nehmen hier oben Slaanesh, weil Slaanesh gibt uns vielleicht Geld. Und Geld ist immer schön. Vielleicht haben wir wieder so eine ganz, ganz lange Folge mit den Bubbles, wenn die hier die ganze Zeit hin und her fliegen. Das müssen wir mal gleich schauen, wenn wir dann in der Map sind. Ab hier müssten orangene Waffen-Upgrades sogar schon möglich sein. Also auf Orange. In der Theorie sogar auch schon rote. Wir hatten sogar schon rote gehabt, die zwei vor der Endmap da waren. Aber die sind sehr, sehr selten gewesen. Also wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ich glaube, einmal pro 10 Maps, also pro 10 mal Chaos Base oder so hatten wir das. Naja, aber wir machen jetzt hier Graf Motrix Festung. Wenn ich Motrix überhaupt richtig ausgesprochen habe. Und das ist eine der schöneren Maps. Da können wir uns am Ende irgendwo hochstellen. Und einfach die ganze Zeit da oben ganz gemütlich entspannen. Wenn keine Assassinen auf dem Feld unterwegs sind. Oder Life Leeches. Oder Blightstormer. Also so ganz gemütlich dann auch wieder nicht. So, wir teilen Schaden. Das ist perfekt. Ich möchte nicht annähernd nah bei unserem Team stehen. Oh, da seht ihr mal. Da haben wir es. Da haben wir es schon, wovon ich geplappert habe. Vielleicht können wir sogar upgraden, aber ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, teurer. Oh, wir können. Dann machen wir es auch. Kritische Treffer geben uns Gesundheit. Oh, schaut mal, wir haben die Blattzungenklinge, heißt sie im Deutschen. Das ist dieser Schwertskin. War viel schöner im ersten Vermintide, weil im ersten Vermintide sahen die Dinger hier noch nicht aus wie verdammte Sachen, die einfach aus dem... Oh, Moment, wir trinken das nochmal kurz. Gift immer trinken, wenn er da ist. Aber ich meinte, im ersten Vermintide war die noch schön glänzend. Hier sieht ja aus, als ob die durch einen Schmutz gezogen ist. Ah, schaut mal. Da sind wir jetzt unsichtbar geworden. So, da konnte ich den Angriff nochmal schnell runterziehen, den schweren. Hat uns gerade echt gut geholfen. Es ist ein bisschen ungewohnt, mit dem dicken Schwert hier zu kämpfen. So, das holen wir auch weg. So. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt irgendwas Schönes bekommen. Aus der Kiste. Sowas wie 50% mehr Kopfschussschaden. Sowas sind echt geniale Sachen. Okay, dann beginne ich mal. Und dann gehen wir mal nach da hinten. Dann können wir hier eine Mauer bauen. Mauer bauen sind immer toll, Leute. Mauer bauen sind immer toll. So. Okay. Was hat denn der? Lähmung oder sowas? Wir müssen ein bisschen... Ja, Lähmung hat er. Sowas von. Okay, wir hoffen mal, dass er da jetzt kurz bleibt. Kann er auch genau nach oben gehen. Okay, wir haben noch eine Bombe an den geworfen, aber... Uiuiui. Wir sollten viele schwere Angriffe machen. Wir haben eine hohe Chance, da Dinge zu bekommen. Leben wieder zu bekommen. Schaut mal hier, der versucht doch ja auch jeden Trick im Buch. Der ist genau wie wir. Genau wie so böse wie wir. So, ich werde mal unseren hier Dingens einsetzen, unseren Bombentrank. Sobald wir hier ein bisschen weiter wegziehen. So, und zwar machen wir jetzt den hier. Dann machen wir noch den hier. Und dann werfen wir ein paar Bomben hier hin. So, weiter Bomben werfen.
Wir werden jetzt Baden wahrscheinlich wegholen, ja. Ne, wir haben ihn sogar nicht weggeholt. War der Minotaurus. Das bisschen Schaden, das wir uns gemacht haben, ein bisschen, waren wahrscheinlich 20 oder so. War es leider dann doch wert. Wir gehen hier durch und schalten das hier aus, so gut es geht. Assassine hat irgendwie noch überlebt hier. So, markieren wir ihn mal. Dann kann Sienna hier ein bisschen anzünden. Wir versuchen mal hier die Hochratte möglichst gut auszuschalten. Wir haben sie. Gehen wir mal ab. Egal, ob wir ein bisschen Leben verlieren. Und dann nehmen wir den da hinten noch weg. Der muss weg. Die muss hier weg, aber die können wir auch im Nahkampf fertig machen. Und Diamanten Mino fertig gemacht. Okay, perfekt. Ja, die ganzen Disabler machen es jetzt hier nicht gerade einfacher, aber es ist, wie es ist. Es ist leider, wie es ist. So, wir haben entweder unsere Angriff können nicht unterbrochen werden, das heißt unsere Schweren, wenn wir Schaden bekommen. Wir nehmen mal lieber hier Angriffsgeschwindigkeit, je nachdem, wie gut unser Dingens da ist. Ja, natürlich. Sitzt es einfach hier auf dem Strung. Immer wieder schön. So, Hochratte ist oben. Jetzt nochmal ein bisschen fertig machen. Aufpassen vor dem Assassinen. Der ist da oben irgendwo. Machen wir mal hier eine Wand hin. So, schnell weg hier mit dem Life Leech hier. So. Und immer noch aufpassen vor dem Assassinen. Ich hoffe, die Wand hat ein bisschen was geholfen da. Wände helfen auch, wenn ihr von Packmaster oder so gezogen werdet. Kann man auch eine Wand eigentlich setzen. Manchmal denke ich aber auch nicht dran. Ich bin da auch nicht so extrem schnell momentan. So, wir gucken mal hier rein. Manchmal liegt hier drin auch ein bisschen an Zeug. Mit Zeug meine ich wieder Cash. Oban ist gut, da kann die Kiste noch bekommen. Ja, ist gut. Dann holen wir ihn auch mal hier möglichst schnell. Ist jetzt egal, der eine kann uns nicht so schnell fertig machen. So, dann sage ich mal, komm mit. Hier oben. Weil man kann auch von hier oben hier runter. Das wäre nämlich meine Idee gewesen. Wäre nämlich der kürzere Weg gewesen. Aber ja, es ist, wie es ist. Dann geht er lieber den längeren Weg. So, Sienna ist da hinten, dann machen wir das auch mal. Gehen wir auch mal da hinten lang. 300 Münzen haben wir. Wir haben danach noch eine Map. Wir sollten noch ein bisschen was sparen. Die Idee ist, eine Sache könnten wir kaufen, aber vielleicht auf der nächsten Map. Damit wir nicht zu viel hier verschwenden. Ah, ich mag die lila Bubbles hier. Die Abkühlzeitverringerung geben. Die sind schon echt cool. Ich gehe am liebsten links lang. So persönliches. Das ist einfach nur, was ich halt ganz gerne mache hier. Ich finde, hier hat man am meisten Überblick bis nach da hinten, mehr oder weniger. Man steht auch ein bisschen höher. Finde ich ganz schön hier. Ja, ja, du möchtest mir auch noch nah kommen. So, setzen wir da eine Wand hin. Dann kann es hier noch wieder ein bisschen Spaß haben. Wenn die alle hier nicht von der anderen Seite hier wegrennen. Ja, die 20% Angriffsgeschwindigkeit sind schon schön. Okay. Wir müssen nochmal in die Zelte gucken hier rechts. Jetzt haben wir einen Chaos-Spawn. So, die sind alle hier fertig. So, der ist auch jetzt noch fertig hier. Da ist unser Chaos-Spawn. Dann setzen wir mal hier eine Wand hin. So, hoffen wir mal, dass hier jemand den fertig macht. Wir gehen wieder hin, um noch eine Mauer zu setzen.
sind nämlich professionelle Mauerbauer hier. So, jetzt die Mauer wieder weg. Versuchen wir mal ein paar Kopfschüsse zu machen. Der war gut. Ab und an habe ich das sogar mal geschafft hier mit dem... Autsch. Mit dem Chaos-Spawn, als ich hier die Fahrtschleicherin gespielt habe. Aber das ist nicht besonders oft gewesen. So, Doppelmauer. Unsere Seite geht schneller auf. Genau das meine ich. So. Einmal hat er angegriffen, dann nochmal heftig. Beziehungsweise hier schwer. Hat uns leider getroffen. So, eine Mauer haben wir auf jeden Fall wieder, aber wir brauchen jetzt auch keine Mauer mehr. Nice. Da hat Baden hier nochmal den Kill abgestaubt. Von hinten. Perfekt. So wird's gemacht. Wenn man Wastalker ist, mir aufgefallen, wenn der hier oben spawnt und man seinen Super einsetzt, kann man den manchmal über die Kante irgendwie drücken und dann stirbt er einfach direkt. Ist natürlich so gewollt. Überhaupt kein Spielfehler. So, Baden, der gehört dir. Der Packmaster. Und ja, wir werden uns gleich hier hinten oben hinstellen. Wir machen es uns da oben ganz, ganz, ganz gemütlich. Und wir holen uns ein rotes Fernkampfwaffen-Upgrade, glaube ich. Oh, nice. Hätte nicht gedacht, dass du so hoch kommst, Cooper. So, wir machen mal hier eine Mauer hin. Wir warten noch eine Sekunde. Und jetzt. Das ist perfekt, hier mit Sienna zusammenzuarbeiten. Die ganzen Gegner müssen hier rein. Ins Feuer. Ja, jetzt werden die dabei unten lang springen wahrscheinlich. Nö. Viele von denen sind ziemlich doof. Okay, ist auch weg. Irgendwo ist da hinten was gespawnt. Okay, ist auch wieder weg. Boah, wie viele wir gerade haben. Drei waren es aktiv gewesen. Wir müssen aufpassen. Trotzdem, wenn wir hier weiter oben sind, sollten wir den Balken nicht zu oft quasi überlaufen lassen. Wenn wir jetzt nochmal ziehen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu spät. Und ich würde nochmal hochgehen. Versuchen wir mal nicht sowas zu machen. Geld bekommen wir relativ gut hier. Kuba geht es da unten auch ziemlich gut. Uns geht's hier auch ziemlich gut. Wenn der jetzt nicht hier direkt den 360-Grad-Drehung macht und uns hookt. Ab und an machen die das. Da muss man echt aufpassen. Gratis Gift Ale trinken. Immer zu empfehlen. Können wir ein paar Gasratten so mit aus dem Weg gehen. Kiste hatten wir leider schon. Bauen wir nämlich gerne mit. Na, den Lead schäbe ich mal hoch, wenn er jetzt gleich kommt. Wahrscheinlich hinter Sienna, ja. So. Ah, schön. Da ist gerade was explodiert hier. Da hinten ist blauer Fernkampfwaffenwechsel. Random. Mache ich nicht. Keine Lust, irgendeinen Müll zu bekommen. Jetzt auch keine Lust hier. Unnötig was. Unnötig hochzufliegen, meine ich. So. Jetzt haben wir Prophetenschlag. Okay, nehmen wir mit. So, wir holen noch den Banner-Dings hier weg. Und dann ziehen wir auch hier runter. Geht's hinten runter? Oh, weil unser Stapelwärts hat, sind wir kurz unsichtbar. So, nochmal abkühlen. Das Fass hier nutzen. Und das explodiert jetzt gleich. Okay, da fliegt jetzt noch ein Assassiner. Nice. Das ging ja ziemlich, ziemlich gut hier sogar. So, nice. Ja, ich wusste, irgendwas wollte uns da schon wieder ärgern.
Aber es ist eigentlich nicht so schlimm, wenn wir alle 30 Sekunden mal getroffen werden. Wir sollten vielleicht nicht von dem extremsten Feinden getroffen werden, aber dann geht's auch. Wir holen uns den jetzt. Wir haben 600, das ist eigentlich genug. So, zweimal werden Schwarzgift-Effekt jetzt gestapelt. Das ist jetzt erstmal relativ egal für uns. Oh, Baden ist immun gegen Disabler. Jede 45 Sekunden. Das war in dieser Blitz gerade. Das ist auch wunderbar. So. Ich glaube noch 3 Münzen. Ich habe mal auf. Oh, das mit dem Singen passiert auch viel zu selten, muss ich ehrlich sagen. So, aber wir stellen uns jetzt hier hin. Genau, 3 Münzkartuschen ungefähr gibt es noch. Eine haben wir jetzt schon gefunden. Oder hat unser Team gefunden. Und vielleicht finden wir nochmal gleich welche. Ah, 2 haben wir sogar schon. Vielleicht kriegen wir noch 2 weitere. So, wir können mal hier ein bisschen noch reinfeuern. Da hinten droppen wir auf jeden Fall noch ein paar Bällchen hier. Von den Cooldown-Reduction-Dingern. So, machen wir die hier noch ein bisschen fertig. Versuchen wir auch ein bisschen was hier zu treffen. Versuchen wir meinem Zweck hier ein bisschen zu helfen. Vielleicht nicht helfen, indem wir ihn mit 4 Dornen hier in den Hintern pieksen. Aber hier oben ist echt ein relativ guter Spot. Wir können hier es uns gemütlich machen. Und Sachen hier einfach fertig machen. Schaut mal, der trifft uns noch nicht mal. Ah doch, der trifft uns ein bisschen. So, schön abkühlen. Und dann können wir noch den hier machen, und zwar das Ding hochjagen. Aber leider sind wir da ein bisschen zu langsam dafür. So, versuchen wir mal ein bisschen hier was hochzuheben. Setzen wir in eine Mauer hin. Wollen wir hier ein bisschen was abkühlen und dann hier rein. So, da ist noch einer am Leben. So, keiner mehr am Leben. Sonst sehe ich aber auch keine Plague Monks mehr. Doch, da hinten höre ich noch einen. Ja, hier oben ist echt viel zu gemütlich, muss man ehrlich sagen. Also ich kann es auch noch nicht hier gut mit den 4-mal Dorn hintereinander perfekt abstimmen, dass ich irgendwie mehrere Gegner richtig gut treffe. So, einer ist so mit das Höchste momentan. Vielleicht hier so ein bisschen was? Sobald die in der Reihe kommen, ist es kein Problem, aber hier jetzt so. Nur so halbwegs. So, wir könnten auch irgendein Monster gleich bekommen. So, machen wir mal hier die Dinger hoch. Kühlen uns mal ab. Und dann, ja, wir kümmern uns mal um die hier. Die kriegt der Zwerg sicherlich nicht. Okay, die machen wir uns drum. So, wir heben mal hier einfach ein paar Sachen hoch. Wir verlieren aber echt gut an Leben hier. Ja, wir können danach heilen. Danach können wir heilen. Uiuiui. Wir werfen mal eine Bombe dahin. Schön hier alles mit in die Dingens reinziehen. Ins Feuer. Also ich möchte nicht, dass der Zwerg da irgendwie getroffen wird. Gar keine Lust da drauf. Aber es könnte jetzt auch sogar schon gewesen sein. Nice. Dann schnorren wir nochmal Heilung hier. Haben unser Leben ja die ganze Zeit hier für einen Stab verbraucht. Hat aber echt gut geklappt eigentlich. So, 600 Münzen haben wir. Vielleicht bekommen wir noch ein paar davon für... Oh, jetzt schon eins. 300 sollen wir? Ja, machen wir. Aber ein bisschen mehr Spaß. Jeder Kopfschuss, ihr könnt mich auch mal. Wir haben wieder hier so einen Müll bekommen. Mit jeder Kopfschuss erhöht den Schaden, bla bla bla. Erhöht den Schaden um 10% oder irgendwie sowas. Ne, hier ist es. Seht ihr da? Jeder Kopfschuss erhöht den Schaden des nächsten Angriffs um 10%, bis zu 20 Mal.
200% mehr Schaden. Ja, hört sich gut an. Aber bitte 10 Kopfschüsse hintereinander machen. Das wäre das Beste. Oder 20 Kopfschüsse hintereinander machen, nicht 10. Ist halt viel zu random. Wir können uns leider nicht komplett aussuchen, von wo die Angriffe kommen. Leider nicht komplett aussuchen, wo die Angriffe herkommen. Setzen wir mal da eine Wand hin. Wenn man, übrigens, wenn das Ding ja perfekt da drin ist, kann man zeichnen. Vielleicht schaffe ich das nochmal. Wenn man Z drückt und die Waffe inspiziert, jetzt kann man ein bisschen zeichnen. Das habe ich auch noch nie gesagt. Also es muss direkt auf dem zweiten Balken sein, von der Überhitzung her. Kleiner Fun Fact. Bekomme ich auch so gut wie nie hin. Also nie auf Anhieb hin. Erstmal hat es ja auch wieder nicht geklappt. Naja, aber ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge. In der nächsten Folge machen wir nochmal Slaanesh. Wahrscheinlich. Und dann geht's hier zum Superspaß über. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis dahin und tschö, tschö.